Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Sims 4. Ja, ich habe gerade die Bilder hier aufgehängt. Also einmal sind jetzt die besten. Da ist ja dein Gartenzwerg drauf, oh mein Gott. Hier mit Julia und hier unsere Kinder und die beiden zusammen. Er hat ja jetzt noch erstmal hier Fähigkeitsstufe 2, deshalb ist ja klar, dass die Bilder noch nicht so gut werden. Aber das macht ja auch nichts. So, jetzt geht er erstmal in den Garten. Genau, da schwimmen die Kinder, alles gut. Fällt mir ein, ich wollte noch mal ganz kurz einen kurzen Zwischenspeicher machen, nur zur Sicherheit, damit nichts verloren geht von dem, was wir hier spielen. Und dann geht's auch schon weiter. So, ich möchte heute die Party veranstalten. Genau, ich wollte noch, dass sie hier das abschließt, das hat sie jetzt gemacht. Das heißt, wir können jetzt für die Party vorbereiten. Dazu werden wir erstmal das hier ins Inventar platzieren. Und dann werden wir kochen. Und zwar, Moment, ich hätte gerne diese Tortillas mit Soße. Und zwar eine Partygröße. Und diese machen wir einmal. Und dann machen wir nochmal Speck, Salat, Tomaten-Sandwich für alle. So, du kümmerst dich um den Garten, die Kinder spielen. Und ich baue jetzt noch ganz kurz hier für die Party einen Tisch im Garten. Ich hätte gerne so eine ganz lange Tafel, genau. So eine ganz, ganz lange Tafel, wo wir alle zusammen essen. So, Stühle. Das ist jetzt die Frage. Das Problem ist halt, dass... Oh, die sind so hübsch, ne? Aber passt das jetzt so wirklich da dazu? Ja, nicht. Aber da ist halt Leder, also so ein Ding drauf. Das passt jetzt nicht so gut in den Garten. Und die sind zu gartenmäßig. Und die sind zu hell. Oder viel zu dunkel. So, sieht es jetzt gut aus? Geht so, ne? Es geht so. Naja. Ich verteile mal hier alle Stühle. So, haben wir jetzt hier alle. Cool, eine richtig, richtig große Tafel. Und jetzt brauchen wir noch einen Tisch oder zwei für die Speisen, die wir anbieten. Was ist denn das Holz? Nö. Nö. Ja. So. Dann hätte ich gerne zwei. So nah aneinander. Oder drei am besten. Schwupp. Und dann brauche ich noch das Tablett. Genau hier. Hier hübsches Tablett mit was zu trinken. Und hier kommt dann das Essen hin. So, auf den Tisch stellen wir so Räucherstäbchen. Die sehen nämlich total hübsch aus, wie so kleine Blümchen. So. Und so. Ja, das sieht jetzt nicht so gut aus. Nee, das ist alles kein Schmuck. Das große Weinregal sieht ja auch doof aus. Cool, so ein Dingsregal. Passt das hier irgendwo noch? Super cool. So ein Comicregal für die Kinder. Das ist cool. Die Trennwand, weiß ich jetzt nicht, was das jetzt bringen sollte. Oh, die sind so schön. Guckt sie euch an. Aber wo soll man die denn unterbringen? Die sind viel zu groß. Aber so hübsch. Und so unfassbar teuer. So, vielleicht hier so zwischen den Garten. Dass zumindest da so ein bisschen
ja, ich sag mal, die Gäste halt geschützt sind vor den, warum ist denn das so schief? Vielleicht so, dass die Gäste halt geschützt sind ein bisschen vor den Bienen. Oh nein, das wird so nix. Oder wie sieht es gut aus so? Testing cheats true. Ja, Moment. BB. Move objects an. So. So sieht es aus. Lieber so, ne? So ist eigentlich ganz schön. So ist der Garten so ein bisschen, ja, ich sag mal, abgeschützter, abgewinkelter. Und hier kann man dann schön essen. Das ist in Ordnung. Schwimmreifen wollte ich auf jeden Fall noch im Pool platzieren. Am besten zwei Stück. Pro Kind eins. Noch so eine Pflanze. Ach ja, B, Move Objects off. Testing Sheets. So. Noch irgendwas hier auf den Tisch. Aber das sieht jetzt alles nicht so toll aus. Ist jetzt irgendwie alles nicht so das Wahre, ne? Vielleicht so. Ja, so ist okay. Ist okay. Nein, so nicht. So, genau. Passt auch so von der Farbe, oder? Ja. Sonst ein Blau. Nee, das sieht komisch aus. So lassen wir es auf jeden Fall. Das ist gut. Passt hier noch irgendein Pflänzchen drauf? Aber dann, ich weiß nicht, ob das Essen dann noch da alles so hinpasst. Vielleicht so eine kleine Pflanze geht noch. Gut. Sonst brauchen wir, glaube ich, nichts außer Beleuchtung natürlich. Beleuchtung. Wobei natürlich so eine Kerze auf dem Tisch auch hübsch ausgesehen hätte, ne? Aber wir haben nur die großen Kerzen. Oh, wie schön. Perfekt. Na komm, na komm. Nein, nein, nein. Du bist nicht mittig. Du auch nicht. Oh Gott, das war nicht mittig. So, oh wie schön. Wie hübsch. Wie hübsch. So. Und dann hier vielleicht noch irgendeine Laterne oder sowas hin. Hier noch so zwei Laternen. Also Laternen, also zwei Leuchten. Oder lieber so eine Bodenleuchte halt. Ja, Bodenleuchte. Vielleicht diese Dinger oder diese Dinger. Die sind schon hübsch, aber die müsste man halt irgendwie verpacken in Blumenbeete und so. Das einfach so eine, ja, so eine voll altbackene Laterne sieht ja auch seltsam aus. Oder wir packen hier noch so Straßenlaternen hin. Das geht natürlich auch. Sieht sogar verdammt hübsch aus. So, und dann packen wir hier noch eine hin. Und hier noch eine hin. Jetzt sind wir komplett arm, aber es sieht zumindest hübsch aus. Gut, jetzt machen wir noch einen Weg. Hier. Ist ein bisschen so den Trampelpfad, ne? Man natürlich auch so Steine nehmen könnte, so. Machen wir es so. So, hier einfach so ein paar
dass so ein paar Steine verlegt worden sind hier. Ne? Aber es ist halt trotzdem immer noch Rasenboden. Und der klingt dann hierhin halt aus. Ne? Hier beginnt ja dann der Garten und so. Genau. Doch, so gefällt mir das sehr gut. Sehr hübsch. Es gab auch noch diese Bodenleuchten. Also diese Strichdinger da. War offenbar nicht hier. Ich weiß nicht. Beleuchtung. Alle. Nee. Verschiedenes? Alle. War hier irgendwas? Nee. Oder sieht nichts davon aus wie dieser Strich da. Was ist mit dem? Na, ja, das ist viel zu übertrieben. Also nicht diese Dinger, sondern die am Boden, meine ich. Wahrscheinlich zählt es unter Deko oder so. Die sind auch toll. Oh, stellt euch mal die dazwischen vor. Wenn ich das mal ganz kurz ausprobieren darf. Oh mein Gott, wie schön. Das wird sowas von getan. Das ist zu viel. Aber das sieht total hübsch aus. Zu viel, ne? Oh, wie toll. Schön. Gibt es in Dunkel? Oh, wirklich? Boah. Bombe, Bombe, Bombe. Okay. So schief sehe seltsam aus, oder? So da, so schief da, so dran. Ist zu viel. Ist zu viel. Wir belassen es dabei. Das passt schon. Aber diese Striche habe ich immer noch nicht gefunden. Die Gartensteine sind hübsch. Die könnten wir hier noch verteilen. Theoretisch könnten wir die da verteilen, wenn wir hier irgendwie was hinplatzieren dürften. So. Da musste ich mal kurz Paul resetten. Hier wäre noch eine Gartenkiste. Können wir hier noch mit dazustellen. So. Jetzt sind wir auch schon komplett arm. Gut. Oh, aber das sieht schön aus. Oh, ich will einen Screenshot machen. Sekunde. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Okay, ups, nein. Hier, da. Okay. Da es jetzt allerdings schon wieder sehr spät ist und wir jetzt nicht mal so viel Zeit haben, werde ich die Party anfangen im nächsten Part. Und jetzt lassen wir einfach noch ein bisschen Zeit vergehen. Ist ja auch okay. Eine Nachmittagsparty ist sowieso realistischer, denke ich. Okay, dann kann Paul jetzt hier noch seinen Garten machen. Besser noch. So. Genau. Jetzt muss ich mal überlegen, was machen wir denn jetzt? Noch die letzten Minuten, Also sie kocht. Ich überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was wir noch vorbereiten müssen. Was ist bei dir los? Oh, sie muss bald nach draußen. Ja, das kannst du ja gleich machen. Damit könnt ihr nichts machen, ne? Die sind einfach nur so da. Okay. Umarm. Ach, wie süß. So krank? Die Wolken schauen. Ja, dann schau in die Wolken mit ihm, wenn du meinst. Du brauchst das. Leider bin ich blind und ich sehe nicht das in die Wolken schauen Ding.
Aber das sieht total hübsch aus, der Garten. Boah, wie schön. Farbe ändern. Kalt? Okay, oder weiß? Regenbogen? Ah, warm. Bin für kalt. Das sieht hübsch aus. So, Foto machen mit. Wie kann ich denn mit ihm in die Wolken schauen? Komisch. Machst du eigentlich? Flirten. Leute, ihr habt zwar was zu tun. Weglegen. Weglegen. Du, meine Liebe, kannst hier mal aufs Klo. Und dann könnt ihr mal in den Garten gehen. Denn es geht jetzt gleich los. Ne? Und wir, schwupp, sehen uns dann im nächsten Part. Dip, 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 dip. Wenn die Party steigt. Oh. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.